schließt die absichtliche Minderung der Erwerbsfähigkeit einen Rentenanspruch für eine Erwerbsminderungsrente aus? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir unterscheiden zwei Fallgruppen, einmal die absichtliche Herbeiführung der Erwerbsminderung und die unabsichtliche Herbeiführung der Erwerbsminderung. Bei der absichtlichen Herbeiführung der Erwerbsminderung geht es um ein zielgerichtetes, planvolles Handeln des Versicherten. Das heißt also, er will mit einer Handlung eine Krankheit herbeiführen, um damit letzten Endes eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Der klassische Fall ist, oder ein krasser Fall ist, der Versicherte hackt sich seinen Unterarm ab, um dann eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, weil er keine Lust mehr hat zum Arbeiten oder so. Ja, in der Rechtsprechung sagt man, dass hier zielgerichtetes Handeln vorausgesetzt wird. Das heißt also im strafrechtlichen Sinne sogar mit direktem Vorsatz planvoll vorgegangen wird. Das sind sehr seltene Fälle, aber die gibt es tatsächlich. In der Fallgruppe der unabsichtlichen Herbeiführung der Erwerbsminderung geht es um solche Sachen wie Drogenmissbrauch, wie Medikamentenmissbrauch, Übergewicht, Rauchen und so weiter. Das sind solche Sachen, wo die Rechtslage eindeutig ist und sagt, wenn ich das gemacht habe, führe ich keinen, also im Regelfall führe ich dann nicht absichtlich eine Erwerbsminderung herbei. Das heißt also, wer 30 Jahre lang zum Beispiel geraucht hat und jetzt einen Lungenkrebs bekommt, der hat das mit Sicherheit nicht deshalb gemacht, weil er die Erwerbsminderung absichtlich herbeiführen wollte, sondern hat einfach nur geraucht. Ein klassischer Fall der unabsichtlichen Erwerbsminderung ist der missglückte Suizidversuch. Das heißt also, der Versicherte, der lebensmüde ist, will sich umbringen und der will damit nicht eine Erwerbsminderung herbeiführen, denn er will letzten Endes aus dem Leben scheiden und denkt ja gar nicht drüber nach, welche Folgen das haben kann, wenn die ganze Sache misslingt. Wenn der Versicherte medizinische Leistungen oder medizinische Behandlungen oder eine Reha-Maßnahme aus welchen Gründen auch immer ablehnt, führt das auch im Regelfall nicht zu einer absichtlichen Herbeiführung einer Erwerbsminderung, wenn sozusagen deswegen die Erwerbsminderung eintritt. Dennoch kann hier in diesem Fall die deutsche Rentenversicherung die Erwerbsminderungsrente, die beantragte Rente ablehnen, und zwar wegen fehlender Mitwirkung nach § 66 Sozialgesetzbuch Nummer 1. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.